Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von In Stereo. Heute mit der wunderbaren Band Fotos. Und da haben wir zum einen den Tom. Hallo. Und zum anderen den Frieder. Hallo. Hi. Ihr habt Ende März euer neues Studioalbum veröffentlicht. Kids heißt das. Nach relativ langer Pause von 6 Jahren. Da wart ihr aber natürlich nicht komplett untätig. Wie habt ihr euch die Zwischenzeit denn gestaltet? Wir haben eigentlich relativ zeitnah nach Porzellan auch schon angefangen, Ideen zu sammeln. Aber haben dann gemerkt, dass zum einen jeder auch andere Projekte hat und wir zum anderen auch gar nicht genau wussten, wo wir stilistisch hin wollten. Und da macht sich Tom dann eigentlich immer in solchen Situationen auf die Suche. Und das hat einfach länger gedauert, bis wir gemerkt haben, warte mal, wir haben eigentlich schon einen ganzen Haufen ganz schön geile Songs. Und da musste uns dann erstmal der Tobi Siebert, der das Album dann produziert hat, darauf aufmerksam machen. Und ab da ging es dann eigentlich alles relativ schnell. Und dazwischen lag eben relativ viel Zeit. Was sind das eigentlich so für Projekte, in die ihr eingebunden seid? Das ist zum Teil, sind das auch andere Bands, in denen ihr noch spielt, ne? Es sind andere Bands. Ich bin mittlerweile mit Frieda zusammen viel hinter dem Mischpult und produziere auch andere Bands. Ich habe zum Beispiel das Debüt der Kölner Golf produziert. Die anderen in der Band, die heute nicht anwesend sind, spielen viel live, sind mit Boy unterwegs, mit Clouseau und mit anderen Bands. Und also wir sind quasi die Studio-Fraktion, die hier anwesend ist, und die anderen sind die Live-Fraktion. Deswegen müssen wir gerade auch wieder so ein bisschen reinkommen in den Live-Betrieb. Ich verstehe. Jetzt hattet ihr gerade das Album, das Vorgängeralbum Porzellan angesprochen, wo man ja schon so einen Stilwechsel oder eine andere Entwicklung vielleicht feststellen kann. Und die habt ihr jetzt für meine Ohren, für mein Empfinden konsequent weiterverfolgt, oder? Wie würdet ihr das sagen? Hast du sehr gut erkannt. Das sehe ich genauso. Okay. Also man könnte jetzt natürlich auch wieder sagen, dass das Album was anderes ist als das Album davor. Aber ich glaube, wir haben schon das Ganze so ein bisschen verfeinert und den Fächer noch ein bisschen weiter aufgezogen. Letzten Endes kann man, glaube ich, diese Reise mit uns jetzt immer weitergehen. So. Also wir haben auch festgestellt, dass dieser Sound vom ersten Album, der ja sehr Post-Punk, New Wave geprägt war, für uns halt jetzt über die letzten 6 Jahre seinen Reiz verloren hat. Und ich glaube, es geht auch ganz vielen so, dass der Sound halt einfach sich irgendwann erschöpft hat, der 2000er. Und entweder man macht dann halt immer das Gleiche weiter, auch wenn es einen selber vielleicht gar nicht mehr so begeistert, aber hat dann vielleicht irgendwie eine konservativere Außenwahrnehmung das Richtige getan, aber ist vielleicht selber unglücklich. Und uns war es immer wichtig, dass wir weiterhin Spaß haben und es für uns aufregend bleibt. Dementsprechend gehen wir immer den unbequemeren Weg. Wie würdet ihr denn euren aktuellen Sound bezeichnen? Eigentlich das Tolle an dem Album für uns war festzustellen, wir müssen uns gar nicht auf einen Sound begrenzen. Das heißt, es gibt so eine California-Seite, die sehr sonnig ist. Es gibt dazwischen aber auch sehr düstere Stücke, und das passt alles irgendwie zusammen. Und gerade jetzt auf Tour merken wir, dass sich das als Set auch super zusammenfügt. Und also zum einen ist es für uns, glaube ich, total spannend zu sagen, okay, es sind jetzt irgendwie, es ist alles erlaubt stilistisch, was einen viel spielerischeren Ansatz erlaubt. Und dann eben auch bei der Live-Umsetzung zu merken, dadurch, dass wir 3 unterschiedliche Alben davor gemacht haben, ist es eigentlich viel leichter mit diesem 4. vielseitigen Album, das auch auf einzelne Versatzstücke durchaus zugreift, ein rundes Set zu machen, das diese unterschiedlichen Stilistiken super einbindet und überhaupt nicht erzwungen wirkt, sondern insgesamt ganz rund ist. Ein Song ist auf der Platte, der mich direkt gepackt hat und ein großes Wiedererkennungserlebnis bei mir ausgelöst hat. Das ist der Song Die Wahrheit. Kannst du mal kurz erklären, worum es in dem Stück geht?
Es geht darum, dass einen das schlechte Gewissen quält, wie bei Edgar Allan Poe mit dem verräterischen Herz, das unter dem Parkett schlägt. Und obwohl man vielleicht nach außen die Fassade aufrechterhalten kann, dass alles in Ordnung ist, wird man von innen langsam aufgefressen. Okay, sehr schöne Metapher und sehr ergreifender Song auf jeden Fall. Und mit ergreifenden Songs geht es möglicherweise weiter, denn wir kommen zu unserer kleinen Rubrik. Ihr Lieben, es geht um die allererste selbst gekaufte Platte und da bin ich sehr neugierig, was das denn bei euch beiden war. Oh ja, da habe ich zwei zu bieten und zwar habe ich an einem Tag zwei Platten gekauft. Mhm. Zum einen Violator von Depeche Mode, was ich immer noch eine ganz gute Entscheidung finde. Die andere ist leider deutlich schlechter gewesen, das war nämlich die Best of Rockers and Ballads von der famosen Hannoveraner Band Scorpions. Oh. Und das würde ich dann doch eher unter Jugendsünde verbuchen. Okay, also heißt, das heißt, du hörst die Platte heute auch gar nicht mehr. Oder hast du die vielleicht also auch gar nicht mehr? Ich habe auf dem Dachboden eine Kiste mit ganz vielen CDs, die ich nicht mehr höre. Da ist die vermutlich noch drin, weil ich CDs eigentlich nicht verkaufe. Mhm. Insofern ist die da wahrscheinlich noch irgendwo in der Asservatenkammer. Okay, alles klar. Aber jenseits der Stereoanlage. Was war denn das bei dir, Tom? Ich weiß es noch ziemlich genau. Also mein allererstes, nicht selbst gekauftes, aber Erweckungserlebnis war, ich habe eine Kassette aus dem Kassettenrekorder meines Bruders geklaut, großen Bruders geklaut. Und ich dachte, es wäre irgendein Hörspiel, weil mir sind die Hörspiele ausgegangen und dann habe ich die eingelegt und es ging los mit so einem Donnergrollen und Gewitter und dann kamen plötzlich Klänge, die ich vorher noch nie gehört hatte. Und es war die Use Your Illusion 2 von Guns N' Roses. Das war auf jeden Fall ein Erweckungserlebnis, was die verzerrte Gitarre angeht. Und dann viel später, als ich meine allererste CD gekauft habe, das war die Unplugged in New York von Nirvana. Also ich habe vor bisschen mehr als 1,5 Jahren angefangen, wieder viel Vinyl zu kaufen. Allerdings eher von so kleinen Labels, die auch immer nur eine begrenzte Stückzahl haben und nur auf Vinyl veröffentlichen. Dementsprechend kann man das auch nirgendwo anders hören. Und da lohnt es sich dann auch, die Platte zu kaufen. Ich habe es viele Jahre lang digital gekauft, weil wir auch so viel auf Tour waren und unterwegs die Musik hören wollte. Jetzt wurde das ja aufgelöst in Streamingdienste. Und so habe ich ganz viel Geld eigentlich versenkt im digitalen Nirvana und habe jetzt eigentlich nichts davon, weil ein großer Computerhersteller dann beschlossen hat, diese Files quasi aufzulösen in einem Streaming-Angebot. Und dann habe ich gesagt, okay, mir langt's jetzt, ich kaufe wieder Platten, aber von Leuten, die sich da Mühe geben, dass es auch wirklich ja, nicht anders verfügbar ist als auf einer Platte. Okay. Wie ist es bei dir, Frieda? Bei mir ist es so, dass ich meistens der Praktikabilität wegen streame, und aber bei Platten, die mir wichtig sind, das ist dann allerdings ziemlich selten, die auch auf Vinyl kaufe. Und das Medium CD hat sich für mich eigentlich ja, auch erledigt. Okay. Geht wahrscheinlich dem einen oder anderen Zuschauer ähnlich. Wir wünschen euch eine tolle Tour, dass das Album gut läuft, zu eurer Zufriedenheit. Und dass es dann mit der nächsten Platte nicht wieder 6 Jahre lang dauert. Das wünschen wir uns auch. Vielen Dank für das Interview. Ich danke euch. Und großen Dank sei auch dem Kamerakind gesagt. Denn ja, wie soll es anders sein? Ich habe mal wieder verschwitzten Equipment-Teil mitzubringen. Und insofern ist jetzt der Dennis dankenswerterweise dankenswerterweise eingesprungen. Herzlichen Dank an der Stelle. Euch vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns dann in 14 Tagen wieder. Frieda, dir natürlich auch vielen Dank. Tschüss, danke. Und bis zum nächsten Mal.